Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit meinen männlichen, weiblichen, ich weiß gar nicht mehr, was du jetzt alles für ein Assistent bist. Jetzt haben wir weiblich gesagt. Jetzt bist du weiblich. Ich komme schon ganz durcheinander. Du bist der Assistent der Assistenten. Okay. Verstehst du? Nee, das klingt falsch. Ich bin der Assistent. Genau, du bist der Assistent. Ich kann mich wandeln, wie ich will. Richtig. Jetzt haben wir es richtig. Wenn alle sitzen, fange ich an. So, los. Dann erzählen wir uns mal eine Geschichte. Eine Gruselgeschichte. Es war einmal ein hässlicher Blaubart. Heute gibt es Geschichten am Lagerfeuer. So hässlich, dass alle Leute gestorben sind. Eingeschaltet? Schön. Gut, dass die Lautsprecher noch funktionieren. Hallo, Camper. Seid ihr bereit für eine Gruselgeschichte? Wie bitte? Das durfte man sagen, oder? Ja. Nicht, dass das jetzt irgendwie dann geclaimt wird in dein Video. Ach, Quatsch. Ich hab doch nicht eingeblendet und du hast es doch nicht mal getroffen. Hallo? Diese Geschichte handelt von mir, einer Pfadfinderpionierin. Eines Nachts wache ich in der Hütte auf und bin alleine. Alle Betten sind leer. Mein Herz klopft laut, aber ich weiß, dass ich nach draußen gehen muss, um die anderen zu suchen. Ich will aufstehen, aber die Schatten greifen nach mir. Sie werden mich angreifen. Bitte helf mir, sie abzuwehren. Na los, Mausi, wehr die Schatten ab, die noch nicht gespawnt sind. Ich bin doch kein Schatten. Ah! Mein Schatten. Ja, okay, dann muss ich ja hinter dir stehen. So, dann nochmal. Mich piekst was im Rücken. Oder diese Piekser. Ich stell mich meinen Ängsten, werfe die Decke zurück und stürme nach draußen. Dort sehe ich den warmen Schein eines Lagerfeuers. Die anderen Pfadfinder sitzen am Feuer und reden. Ich gehe zu ihnen, will sie warnen. Es ist nicht sicher, so spät noch draußen zu sein. Dort lauert etwas. Ich weiß das, denn es hat meinen Bruder mitgenommen. Er war im Dunkeln draußen geblieben und kam nicht zurück. Aber sie hören nicht auf mich. Ich sitze bei ihnen, ich passe auf. Wir lachen, trinken und erzählen uns Geheimnisse bis spät in die Nacht hinein. So, dann einmal saufen. Wo haben wir es da? Komm, gib den Balken. Die Nacht schreitet fort und das Feuer brennt herunter. Den Pfadfindern macht die wachsende Dunkelheit nichts aus. Du magst es mit ganz vielen Käfern, oder? Ich versuche, mich vor der Dunkelheit zu warnen, aber niemand hört zu. Also gehe ich alleine in den Wald, um nach Holz zu suchen. Bist du noch da, mein... Holz. Achso, Holz. Ich hab dich gerade nicht verstanden. Ja, die quatscht immer so laut, ne? Oh, schau mal da an. Wir haben Besuch, ein Toni. Ja. Hallo. Oh, was bist du leise, Toni. Gerade ist aufgestanden. Nein, gerade ist von der Arbeit nach Hause gekommen. Oder so. Dann erstmal eine schöne Runde Entspannung machen. Schöne Runde Bombe auf Kopf schmeißen. Aber doch nicht bei mir. Das tut doch weh. Nee, da sind wir dann wieder beim Thema, hast du Brot? Ja, habe ich. Oder hast du Stühle? Nee, Stühlen habe ich nicht. Salamibrötchen sind aus. Schau. Das ist ja auch keine Stühle. Doch, das ist eine Stulle. Es ist ein Salami-Brötchen. Mit gesenktem Deck finde ich genug Holz, um das aber nicht ist ein Brötchen, ja? Aber als ich mich jetzt habe ich keinen von euch beiden verstanden. Es ist ein Brötchen, keine Stulle. Es ist eine Schrippe. So, ich besser? Nicht, oh Gott, ich kann ich im Boden nicht leiden. Dann wird mir das na, für mich sind es auch Brötchen. Puh, entschuldigt, dass ich aber nur Käsebrötchen. Aber wir haben einen Notfall. Nee. Zumindest sagt das mein Vater. Normale Brötchen. Solange das keine Brötchen sind, keine Luft drin ist, dann ist gut. Ja, da könnte ich auch dicken Hals kriegen. Aber wir sollten auf Nummer sicher gehen. Ich
schneidest ein Brötchen auf, willst das schmieren, auf einmal hast du ein Loch drinnen, wie wenn der Bäcker drin gepennt hätte. Wir sind noch am Geschichten am Lagerfeuer. Wir sind jetzt gerade erst bei den Sachen suchen. Falls Interesse besteht. Ich muss mal ein bisschen zerschnetzeln. Ein bisschen zerschnetzeln. Ah, Rucksack habe ich auch gefunden. Na, was aber dieses Event kenne ich gar nicht eigentlich. Na, du suchst. Das hab ich noch nie gemacht. Du suchst hier quasi sozusagen nach den Camper-Sachen. Du hast gerade eine gefunden, Maus. So, und. Warum habe ich so viel Stoffe? Ich habe ein Holoband in dieser herrenlosen Tasche gefunden. Hoffentlich erfahren wir, was los ist. Krabbeltiere, Spinnen, Ameisen und Schnecken. In Appalachia könnt ihr euch vor mir nicht verstecken. Heute vervollständige ich meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 9 Hautflügler. Leila hat gesagt, ich soll mich vor ihren Stacheln in Acht nehmen, aber ich kann das. Dafür habe ich mein Insektenkundeabzeichen. Ich jage Krabbeltierchen von jeder Art. Manche sind lichtscheu, aber alle stehen smart. Na denn? Lass die Angriffswellen herrollen. Warum habe ich mich beim Raus die Piek gepackt? Um den Eiskühler zu benutzen? Keine Ahnung. Ah, genau. Ja, da war ja was. Na. Die lassen mich hier nicht ans Lagerfeuer das Feuerholz nachheben. So, jetzt aber. Ja, irgendwo muss noch was sein, was jetzt hier rumflattert. Ah, da. Ist mit Verspätung angekommen. Braucht was Großes, Schweres oder was Mittleres, Durchschlagskräftiges. Also wir sind schon gleich durch. Ach so. Okay. Na gut, das dauert gerade zu lange. Ich habe jetzt bald nämlich kein Feuerholz mehr. Mann, der blöde Skorpion lässt mich da nicht Feuerhalden holzen. So, jetzt erstmal hier. Schmeißt doch sonst immer Orbitalschläge. Ja, ohne Granate drauf. Jetzt habe ich extra dich ein bisschen leveln lassen wollen, das ist auch verkehrt. Keine weiteren Schnorrer mehr wie Bärchen da drüben. Armes, altes Bärchen. Ich bereite ihm Ärger, aber es ist schön, dass er da ist. Ja, es ist schön, dass er da ist. Ist das denn jetzt vorbei? Ja, ist schon vorbei. Lol. Hast du es nicht mitgekriegt? Da war doch der legendäre Skorpion auch mit bei. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, ne. Der war doch schon zur Hälfte runter, deswegen hatte ich gedacht, was sie mir übrig gelassen. Nur mittlere bis schwere Belastung durch gefährliche Partikel, herrlich. So, noch ein bisschen Blut. Greenberry-Marmelade. Okay. Ja, hast du noch nicht? Sieh eine an! Oh, aua, das tut dir weh. Oh, was tut weh? Ich bin jetzt einmal kurz so mit der Power Rüstung durchs Feuer gelaufen. Oh, jetzt hab dich mal nicht so mit der Power Rüstung durchs Feuer, da passiert doch nichts. Siehst du? Kriegst du den Spiegel, ja, sehr vorsichtig. Ach Quatsch, das ist ein bisschen Bodenheizung. Mm. Wer weiß noch das Pfadfinder-Pionier-Motto? Sprecht mit. Immer so. Aufwärts. Ja, immer aufwärts. Sehr gut.
Und ich gehe jetzt abwärts. Ah ja. Oh, Kaffee schon wieder leer. So. Wohin jetzt? Was? Nächste Event? Keine Ahnung. Ist gerade kein Ausrufezeichen. Also gehe ich meine Questen ab. Cool. Aber gerade meine Quest muss ich ja auch noch ein bisschen machen. Braucht noch ein bisschen legendäre Scheine. Heute schon wieder so viele Module rausgeschmissen. Ich habe den. Jawohl, die nächsten 8. Was haben wir jetzt noch? Arctos Pharma, da liegt noch was. Gleich nicht mehr. Mausi, soll ich dir nochmal einen Tee geben? Wieso? Weil ich jetzt die ganze Zeit drauf warte, dass du wieder was sagst. Weil du die ganze Zeit vorhin gequatscht hast wie so ein Wasserfall. Und jetzt warte ich drauf, damit ich dir nicht dazwischen quatsche und jetzt kommt von dir nichts mehr. Ja, du lieferst mir keine Vorlagen. Was? Das Toastbrot liefert dir keine Vorlagen? So viele Kindbrötchen erkennen. Nee, ich bin kein Brötchen. Ich bin eine Schrippe. Würde ich mir sagen lassen. Und eine Stulle. Und eine Stulle bin ich auch noch. Oh Gott. Aber Hauptsache, ich hab Brandbisschen hier drauf. Stulle mit Brot, ne? Ja, Brot, Brot. Nee, was hatten wir gesagt? Toast, Toast, Stulle, Stulle, Brot, Brot? Ja, ja. Irgendwie so. Ja, irgendwie so war das. Stulle, Stulle, Brot, Brot, irgendwie so. Ich zitiere, Stulle, Stulle, Toast, Brot. Toast, Toast. So. Haben wir hier wieder einen fleißigen Gucker mit dabei. Der es sogar noch besser weiß als der Erfinder der Folge, ne? So ein Blödsinn kann man nicht vergessen. So ein Blödsinn kann man nicht vergessen. Wir machen doch keinen Blödsinn. Oder, Maus? Nee, ich zitiere. Ich hab heute Explosionstag. Was? Bitte? Nein, heute ist kein Explosionstag. Heute ist der Pfeffertag. Wir pfeffern cool ein bisschen Zellen in den Kopf. Ich pfeffer dir gleich eine. Warum? Was habe ich dir getan? Du hast doch gesagt, das ist Pfeffertag. Das ist Pfeffern. Die wollen mir alle hauen. Hilfe. Ich knuddel mich bei dir ein und das ist dann Pfeffer. Ach so, ja, das ist natürlich... Das ist gestattet, ist genehm. Aber nur, wenn du dich ins Bettchen legst. Jetzt muss ich mich auch noch ins Bettchen legen. Oh. Bin aber noch gar nicht müde, Mama. Das wirst du dann schon merken, wenn du das anstachelnde Nudelholz auf deiner Birne findest. Nee, das blutbefleckte Bleirohr. Das habe ich nämlich gerade gedroppt. Ja, spätestens dann, wenn ich mich hinten bei dir einkuschle und ich dann... Ja, ja. Und dann kann ich heimlich wieder aufstehen. Nee. So, draußen. Dann kann ich nämlich heimlich wieder aufstehen, weil Mausi ist eingeschlafen. Dann mach ich so einen Ninja-Move und dann hast du einen Baumstamm, mit dem du dann weiter kuschelst und ich setz mich dann wieder vom PC. Oh. Und spiel noch eine Runde mit Toni. Nicht, Toni? Ja. Deshalb schlafe ich immer so schlecht. So. Bist schuld. Ich bin schuld? Nein, das stimmt nicht. Ich kann nicht schuld sein. Dem Tier ist schon. Da bist du nämlich immer schuld. Nein. Das weißt du doch. Ist außer Kraft gesetzt. Für eine das halbe petzig, Stunde. Das petz ich. Dann petz doch, petz doch. Nee, der kriegt nachher noch Ärger. Lass mal.
Würdest du für mich eine Brandweste, damit ich sie looten kann? Ich habe keinen Bock, alleine eine zu machen, Kraut. Was ist denn mit dir los? Bin faul? Bin faul? Nein, wenn ich an einer vorbeikomme, dann kann ich das mal kurz machen. Mal Gaudi. Wo bist du denn für eine Brandbestie? Geh zu Kürbis Jacks Haus gegenüber. Dort ist Brandbestie genug. Nee, ich geh reicht doch. Ich geh wieder unten Robis kloppen. Müsstest dann aber auf mich porten, Maus. Ja. Ah, siehst du, diesmal habe ich auch einen Aggressotron hier. Hi, mein Freund. Blaupelz hat mich aus dem Team entfernt. Warum hast du das denn jetzt hier? Weißt du, ich port auf dich drauf und ich bin im Hauptmenü. Was soll denn der Scheiß? Aber komischerweise wirst du ja auch angezeigt, ne? Als Hauptmenü, ne? Oh Mann. Das ist Mobbing. Ja. Wirklich, du bist wirklich im Hauptmenü angezeigt, ne? Ich bin ja auch im Hauptmenü gewesen. Ja, aber nicht vorher. Vorher warst du ja im Spiel drin, ne? Ja, wenn man dann da weggeportet wird. Also ich hätte hier eine wunderbar saftige Brandbestie. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, haben wir jetzt kompletter Team verloren? Wir haben kompletter Team verloren. Ich hätte nicht auf dich porten sollen, ey. Du bist die Dumpfbacke. Jetzt reicht's schon langsam. Da musst du nur wieder ins Team rein. Genau. Guck mal, die ist sogar so nett, die landet sogar noch direkt vor mir. Hey, der Verbrannte ist auch cool. Komm hoch, bring die mit. Komm wirklich hoch, aber er kann die mit gebracht. Breche. Oh nein, nein, nein. Ihr macht mir das jetzt hier nicht kaputt. Du musst nur noch einmal drauf schießen. Hab ich schon. Achso. Hast du schon deine DNS? Ja, danke. Nicht. Och nö, ey. Der ist doch verkrüppelt, der kann doch nichts mehr. So, und was willst du hier mit deinem kleinen Fuchtelmesser? Ist ja noch nicht mal eine Delle. Der will mir schon wieder Brötchen. Was haben die heute alle mit ihrem Brötchen? Ist das schlimm? Achso, jetzt weiß ich auch, von wem ich hier den großen Schaden krieg. Da ist noch eine Königin, die hat sich getarnt als Baum. Hallo Baum. Nee, ja. Überhaupt nicht mehr. Du bist schon recht weit weg, Maus. Ach man, da kann man sich nicht mal bequem hinsetzen. Nee, das geht nicht. Das haben wir nicht bestellt. Und Bumm hat's gemacht. Nee, Bumm nicht. Aber bei mir hat's Bumm gemacht. Ich leide an Flattern. Ich kann flattern. Ich leide an Flattern. Bring sie an den Stuhl, weil sonst kriegt sie den Flattermann. Du weißt schon, was Flattern bedeutet, Mausi, ne? Nö. Das ist so ähnlich wie Sumpfblähungen. Oh. Haltet euch die Nase zu! Und ich dachte, Pull, wenn er aus der Rüstung steigt, stinkt. Nee, die stinkt nicht von. Die stinkt nur von außen, die stinkt nicht von innen. Ich hätte gedacht, da steigt eine grüne Wolke auf. Ja, die steigt auch auf, aber das ist der Abwehrmechanismus. Ach so, dachte schon, Eigenkonservierung. Nee, das ist der Abwehrmechanismus. Der funktioniert nur, sobald jemand in meiner Nähe ist. Entweder du bist so hypnotisiert durch den Gestank, dass du mir einfach blindlings alles, machst, was ich sage. Oder aber du läufst sofort weg oder fällst ins Koma. Das sind die drei Optionen, die du hast. Dann weiß ich auch, warum ich so gut schlafen kann. Oder es passiert dir das gleiche, wie wenn du Nuka-Schein trinkst. Du
wirst irgendwo wachen, weiß man nicht wo. Ja, das könnte ja auch am Gestank liegen, aber, ne? Immer unterschiedlich. Also immer schön weiter stinken, dann kann ich immer gut einschlafen. Ah, okay. Also bist du mir nicht verfallen, Mausi, ne? Ja, doch, das auch. Ja, aber dann sind es ja zwei Effekte auf einmal, das geht ja nicht. Kannst ja, du nur doch, ein, kannst du nur ein... Nee, bei ich, das geht bei Halabu. Achso, weil du der Assistent bin, kannst du auch mehrere haben, ja? Also. Bin deinem Gestank verfallen. Jetzt weiß ich ja, warum die mich immer sehen. Weil du deine Lampe an hast? Nee. Weil... Zwei Versuche hast du. Du keine Rüstung an hast? Nee, das ist auch nicht richtig. Du die Schleichenperks nicht drin hast. Das ist auch nicht richtig. Dann habe ich keine Versuche mehr. Ich hatte die Dornrüstung nicht an. Das habe ich doch gesagt, dass du keine Rüstung an hast. Hast du gesagt, es ist nicht richtig? Ja, ich hatte ja eine Rüstung an. Eieieiei. Immer diese Dukaten kacken mit Maus. Na ja, toll, jetzt kriegen wir Strahlenschlägerei. Mhm. Jetzt wo wir wieder... Nein, ich will das Camp nicht umbenennen, ich will da hinporten. Wo wir kurz vor Folgenende sind. Wollen wir mal wieder Gas geben. Okay. Sehr schön. Hast du denn schon deine Fuzzy-Steuer bezahlt, Toni? Ja. Ja. Aber ich rieche, dass du schon wieder drei neue hast. Was, drei neue? Drei neue Fuzzy-Marken. Sag was, dann kriegst du alle. Ich brauch die eh nicht. Und man denkt, man hätte schon alles gesehen. So. Hm. Danke. Das war jetzt wirklich alles gesehen. Größe. Nach dem Motto. Gut. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier aber ganz fix nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss. Ciao.